zugegeben, in den letzten 20 Jahren den Spieler zu nominieren, der der beste deutsche Tüchtern-Spieler ist, war nicht besonders schwer. Entweder fiel sehr oft der Name Timo Boll oder aber auch in der letzten Zeit oft Dmitri Ovtcharov. Doch in 2022 ist die Situation anders. Es gibt einige deutsche Spieler, die eine tolle Weltranglistenposition haben, und wir klären mal in dem Video, wer aktuell der deutsche beste Durchstandsspieler ist. Oh no, a roller! He hit a roller from under the net! Bevor wir jetzt dieses Video starten, schreibt mal unten in die Kommentare, wer für euch der beste Spieler in Deutschland ist. Ich habe 4 Spieler herausgesucht, unter denen man entscheiden muss, von der Ergebnislage, aber auch von der Weltranglistenposition, wer der Beste ist. Denn wir haben exakt 4 Spieler unter den Top 15. Und das ist zu einem Dmitri Ovtcharov auf Platz 9, Dang Yu auf Platz 11, Timo Boll auf Platz 13, gefolgt direkt von Patrick Franziska auf Platz 14. Man muss die Ergebnisse vergleichen, sag ich mal, ab nach dem Olympiaturnier in Tokio, wo Dmitri Ovtcharov sensationell Bronze geholt hat und wirklich nur eine Nuance gefehlt hat, um das Finale zu erreichen. Malon hat sich dann letztendlich auch durchgesetzt. Und eben jener Ovtcharov, mit diesem fangen wir an. Von der Weltranglistenposition ist er der beste Deutsche weiterhin mit Platz 9. Aber ihn plagten Verletzungen und somit zahlreiche Ausfälle über die ganze Saison 21-22. Somit hat er wenig Wettkämpfe gehabt, man konnte ihn kaum sehen. Als er jetzt im Frühsommer rüberfuhr nach Peru, Lima, erreichte er auch prompt das Finale gegen Dang Yu, gegen den er dann im Finale in einem engen Spiel 4-3 verloren hatte. Das war ein guter Start. Danach folgten die deutschen Meisterschaften. Da musste er krankheitsbedingt aufgeben. Somit hatte man da auch keinen Vergleich mehr. Hinzu kommt bei ihm, neben den ganzen zahlreichen Verletzungen, gab es ja den Ukraine-Krieg und damit verbunden, da er in einem russischen Verein bei Orenburg gespielt hat, auch keine Wettkämpfe mehr auf Vereinsebene hatte. Und somit hat er sehr wenig Bezugspunkte, wie man ihn einschätzen kann. Aber aufgrund der zahlreichen Verletzungen und im Moment hat man es auch in der European Summer Series gesehen, da hat er Niederlage gegen LeBrun bekommen, dem französischen Shootingstar. Und er ist noch nicht auf der Höhe seiner Form, sagen wir so. Aber ja, wichtiges Turnier gibt es ja Ende August wieder in München mit den europäischen, mit den European Games heißt das, glaube ich. Also Europameisterschaften, und da möchte er wahrscheinlich wieder angreifen. Auf jeden Fall, er ist in der Entwicklungsphase und ist aber dementsprechend nicht der beste Deutsche in diesem Jahr. Kleine Frage, was haltet ihr von Timo Boll? Ist er auch dieses Jahr der beste Deutsche? Einiges spricht für ihn, allerdings auch einiges gegen ihn. Timo Boll ist mittlerweile nur noch Weltranglisten 13. Hat aber auch damit zu tun, dass er nicht mehr immer alle Turniere über die letzten Jahre schon nicht gespielt hat. Wobei dieses Jahr er relativ oft gespielt hat. Beim Grand Smash hat er aufgeschlagen und jetzt beim Europe Top 16. Und jetzt auch wieder in der European Summer Series und dem Turnier, was davor auch in Budapest stattgefunden hat. Und da muss man einfach festhalten, hat Timo Boll keine guten Leistungen gezeigt. In der Presse hat er auch verlauten lassen, er ist einfach, er akzeptiert die Niederlagen, kann das auch gut einsehen, warum es ist. Da fiel der Satz, er ist einfach nicht schnell genug. Aktuell ist die Frage, ob er diese Schnelligkeit nochmal erreicht in seinem fortgeschrittenen Alter. Er müsste jetzt 41, 42 Jahre alt sein. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber es ist natürlich kein Alter mehr, wo man Schnelligkeit extrem nochmal aufbauen kann.
oder verbessern kann. Wahrscheinlich geht es eher darum, wieder sein altes Niveau zu erreichen. Ist im Moment nicht möglich. Und bei all diesen Turnieren, ich muss mal nachschauen, das habe ich mir aufgeschrieben, hat er verloren. Und zwar, er gewann jeweils gegen Jack Kanak aus Amerika, verlor aber unter anderem gegen Lin Gaoyan, der wirklich in einer sehr guten Verfassung gerade ist, aus China. Er verlor auch gegen Darko Jorgic, zum Beispiel im Bundesliga-TTBL-Finale. Da hatte er wirklich auch keine Chance, gegen das Tempo von Darko Jorgic mitzugehen. Und des Weiteren setzte es ja die Niederlage, die damals relativ knapp war, gegen Yukiya Oda aus Japan, der einen wunderbaren Grand Smash hinlegte damals im März. Aber Timo Boll verlor auch da. Also alle internationalen Turniere und beim Europe Top 16 verlor er noch gegen Morregard. Gegen den er auch bei der WM in Houston 2021 verlor, aber trotzdem sensationell dritter Platz wurde. Dies ist ja ein überragender Grund, ihn eigentlich auch als besten Deutschen darzustellen mit diesem wichtigen Turnier. Es ist weiterhin das wichtigste Turnier, auch wenn die Punktewertung beim WTT jetzt immer ein bisschen anders läuft. Da hat er einen dritten Platz erreicht mit einer sensationellen Leistung, mit einer Bauchmuskelzerrung, sich durchgebissen und fast auch noch das Finale erreicht. Außerdem spielte er auch in der TTBL eine Bilanz zu 1, also ich glaube 12-1 ist seine Bilanz gewesen und die ist wie immer noch hervorragend und da kann man nicht meckern. Aber in den entscheidenden Momenten, wenn es auch gegen richtig gute Gegner kommt, verlor er seine Spiele, zumindest im Kalenderjahr 2022. Timo Boll auf dem absteigenden Ast? Wer weiß, vor 10 Jahren hat schon ein Vereinskollege von mir gesagt, Timo Boll ist weg, dem war nicht so. Dementsprechend warten wir es mal ab, bis er seine endgültige Fitness wieder erreicht und gesehen, was er noch zu leisten fähig ist. Zum Beispiel in einem Monat bei der EM. Aber auch für mich nicht der beste Deutsche in 2022. Und somit gibt es einen neuen besten deutschen Tischtennisspieler in diesem Kalenderjahr. Und hier fallen die Namen natürlich Dank Yu, der gerade schon gefallen ist, weil er Offshore aufgeschlagen hat, und Patrick Franziska. Und zwischen diesen beiden Spielern müssen wir uns entscheiden. Dank Yu, Weltranglisten 11. Er ist von Platz 52 auf die 10 sogar hervorgeschossen. Jetzt ist er 11. Patrick Franziska 14. Mit wem fangen wir an? Mit Dank Yu. Da sagt sein Privattrainer Dirk Leon. Dank Yu hat sensationell hart gearbeitet und hat sich vor allem mental verbessert, was seine große Schwäche war in den jungen Jahren. Zudem ist seine Athletik viel, viel besser geworden. Aber nicht nur der Trainingswille stimmt, sondern auch die Ergebnisse, die stimmen wirklich gut. Er war einer der Hauptfaktoren, warum Düsseldorf so gut auch gespielt hat, weil sie durch ihn, durch Anton Kellberg und Timo Boll und Christian Karlsson eigentlich ein richtig, richtig gutes Team waren. Und wenn die Champions League so gewertet wird, dann war es Finale gegen Saarbrücken, das haben sie ja gewonnen. Da hat er ja unter anderem Patrick Franziska geschlagen mit einem richtig, richtig guten Spiel. Und des Weiteren hat er auch richtig gute Turniere hingelegt. Zum Beispiel, Dank Yu gewinnt den Lima-Contender gegen Ovtcharov. Er wird deutscher Meister im Finale gegen Benedikt Duda, wo Benedikt Duda fast, muss man sagen, nicht den Hauch einer Chance hatte. Er wird deutscher Mannschaftsmeister mit einer 14-1 Bilanz bei Borussia Düsseldorf und konnte wichtige Akzente in den wichtigen Spielen setzen. Und des Weiteren erreichte er das Viertelfinale eines Grand Smash, was ja wie ein Grand Slam beim Tennis gewertet wird. Das ist unheimlich wichtig. Und das 8. Finale des Doha Star Contenders. Ergebnisse waren unter anderem: der Sieg gewann ein 3-2 gegen Simon Gauzy, ein 4-2 gegen Alexis Lebrun, Hugo Calderano hat er geschlagen, Anton Kallberg hat er geschlagen, ja. Und generell der deutsche Spieler mit dem kometenhaften Aufstieg in den letzten 12 Monaten. Patrick Franziska dagegen hat schon immer wirklich gute Ergebnisse erzielt, aber richtige Turniererfolge, so einen richtigen Akzent konnte er auch nicht setzen. Er hat einfach immer das Level Stück für Stück emporgeschoben,
Aber in diesem Kalenderjahr oder in dieser Saison ging es richtig bergauf, weil da hat er die dicken Dinger gesetzt. Siege gegen Xu Xin hatte er noch nie geschlagen davor. Jetzt gerade geschlagen bei der European Summer Series Malon. Perfect placement. Perfect play. Darko Jorgic direkt dahinter 3:0 weggefegt, der ja der Top 12 oder Top 16, wie heißt das Turnier, Gewinner vom European im Februar geworden ist. Also wirklich Top-Ergebnisse. Jetzt unglücklich, was heißt unglücklich, knapp gegen Harimoto verloren, der ja auch das Turnier jetzt der Summer Series gewonnen hat. Also, Francisca, für mich der Spieler, der die meisten Ausrufezeichen in der absoluten Weltspitze gesetzt hat. Und dementsprechend, er ist Pokalsieger mit Saarbrücken geworden, hat eine sensationale Bilanz in der Bundesliga gespielt. Und zwar 24:2. Das ist nicht von schlechten Eltern. Und hat viele, viele gute Turniere gespielt, die immer ins Halbfinale gingen. Zum Beispiel das Europe Top 16, Summer Series und den Zagreb Contender. Also, Top-Ergebnisse. Und wenn man sich dann die Namen anschaut, die er geschlagen hat, ist für mich Patrick Franziska die neue deutsche Nummer 1 in 2022. Seht ihr das auch so? Ihr wisst Bescheid. Einmal drunter schreiben. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen.